Herzlich also, willkommen zu meinen Videos. Heute ist der 6.10.2020. Ich bin heute sehr müde, wie fast immer. Ich habe sehr lange geschlafen, bis um 10:30 und habe morgen einen Arzttermin beim Internisten wegen meiner Blutwerte und bin schon etwas nervös. Und heute war Corinna da. Es war sehr schön mit Corinna. Sie ist immer echt lustig und sehr nett zu mir und bringt mich auch oft raus und rein, wenn ich will und so. Und wir haben geredet, Kaffee getrunken und sie war ein paar Mal rauchen. Ich bin immer mitgegangen. Morgen ist die dritte Woche, dass ich nicht mehr rauche. Und es gibt jetzt nicht so viel Neues, aber heute habe ich meine Tageslichtlampe wieder verwendet. Und das hat mir geholfen. Es macht mich zwar nicht wacher, aber fröhlicher. Ich habe nicht so viel geredet, weil mir einfach nichts eingefallen ist. Aber trotzdem ist immer wieder ein Gespräch entstanden und ich glaube, Corinna hat sich auch nicht so gelangweilt. Hoffe ich zumindest. Und wir haben halt über den Arzttermin gesprochen. Dass ich etwas nervös bin davor, weil ich Angst habe, dass ich dann nur noch Kräuter essen darf und sonst gar nichts, wie eine Ziege, weil ja alles irgendwie Fett enthält oder Zucker. Und ja, es war ein schöner Tag, es war schön warm draußen. Und wir waren auch die meiste Zeit draußen. Jetzt habe ich ziemliche Schmerzen, weil es ein bisschen windig war und fühle mich etwas verschnupft. Aber es geht. Und ja, im Großen und Ganzen geht es mir so mittelmäßig. Ich merke, dass mir Kerstin abgeht. Nächsten Dienstag bin ich ja bei Christoph. Heute hat mein Vater den Zettel vom Rasperger geholt. Für die weiteren Therapiestunden. Und ich hoffe, das ist richtig ausgefüllt. Aber ich kenne mich da ja nicht so aus. Und ich glaube schon, dass es richtig ist. Und hoffe, dass weitere Therapiestunden bewilligt werden. Um die 60 sollte ich noch kriegen. Und dann, wenn ich einmal im Monat bei Christoph bin, sollte sich das bis zu seiner Pension ausgehen. Wenn ich wieder öfter fahre, wird es halt dann fraglich, wie wir das machen. Wenn meine Therapiestunden aus sind. Aber das müssen wir uns dann überlegen. Weil ich werde dann keine weiteren mehr bekommen. Aber da ist ja noch ein bisschen Zeit.
Generell bin ich heute sehr antriebslos. Es war gestern besser und müde, obwohl ich lange geschlafen habe. Irgendwie hängen mir die Zwecke nur nach. Ich habe gestern zwei genommen, weil ich mit einem nicht mehr schlafen konnte. Ich weiß nicht, ob das die ideale Lösung ist, weil ich dann am nächsten Tag sehr müde bin und schlechte Laune und so weiter. Aber momentan ist es die einzige Lösung, bis ich wieder einen Rasperger trinke. Und wenn er das nicht ernst nimmt, bleibt mir gar nichts anderes übrig. Heute probiere ich es wieder nur mit einem Knur, weil ich morgen um 7 aufstehen muss. Und ja, im Großen und Ganzen war's das. Kerstin meldet sich am Freitag. 10:30. Und sonst gibt's nicht mehr. Morgen kommt Sonja. Das freue ich mich schon. Und sonst, ja. Bleibt mir nicht mehr zu sagen, was. Gute Nacht. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.